und tagelang nicht wegfahren. Und da sind sie nach Frankfurt gezogen. Also das wäre dann jetzt Also das war aber Zufall, dass das die Prokuratur Ja, war. genau, es war reiner Zufall. Die hatten schon den Umzug geplant, hatten schon noch Reste von ihrem Lager, Textilien, ne, hatte der Louis schon verkauft auch und so weiter. Auch dieser Verkauf dieser restlichen Lagerbestände, der ist auch so gegangen, dass man christlichen Nachbarn gesagt hat, komm doch abends nochmal vorbei, ich habe da noch einen Haufen Zeug, das kannst du billig kriegen und so weiter und so fort. So ist das gelaufen, so hat mir das die Beate Und erzählt. warum sind die nach, haben Sie sich entschieden, Die, nach Frankfurt ja, umzuziehen? das haben viele Juden gemacht aus den Dörfern, weil sie dort weil in Stuttgart das Konsulat war, in Frankfurt war ein amerikanisches Konsulat, weil sie von da aus bessere Connections hatten, um ihre Ausreise zu betreiben. Und sie sind auch tatsächlich dann, da war der Krieg schon im Gange, die sind dann Ende 39, Anfang 40, ist die ganze Familie, konnte die dann ausreisen in die USA. Hier die beiden Und auch. die konnten auch zusammen Beate war allerdings ausreisen. schon da, Die ne? Beate war schon da, ja. Und die konnten zusammen Ja, die ausreisen. konnten dann sagen, Das war ja nur eher die eine alte Ausnahme. Oma, die haben sie hier gelassen, die war in einem jüdischen Altersheim in Frankfurt, die ist nach Theresienstadt deportiert worden. Das ist hier pop, pop, Das ist Nussbaum, die Jette. Susanne Nussbaum. Nein, die Jette ist das. Ach, die Die Jette. ganz, schauen Sie mal, in 58 geboren, das Ja. ist die Jette. Ach Bin auch in Gott. Theresienstadt gewesen und auch im Archiv und habe mir auch. Das Ja. war aber damals, als ich mit denen, also da war ich mit der Schulklasse mal in Theresienstadt. Da war das noch nicht so gut aufgearbeitet. Aber heute können Sie im Internet über Theresienstadt, Holocaust-Opfer, da können Sie eine ganze Menge nachlesen. Ja. Die haben unheimlich viel veröffentlicht. Ne? Ja. Jo, das ist jetzt Aha, das so da. war das. Levi Also sind die Nussbaum. nicht unbedingt, muss ich nochmal nachhaken, das heißt nicht, dass die Familie Nussbaum aus diesem Dorf vertrieben worden ist, Nein, sondern die haben sich entschieden, die haben sie aufgrund der besseren anfangs. Logistik, Ja, ganz genau. In die Städte zu ziehen, einmal um dort nicht so erkannt zu werden als Juden, obwohl es auch dann die Frankfurter anfingen und gezielt sogenannte Judenhäuser geschaffen haben, wo nur Juden drin wohnen durften. So ab 35, 36, 37. Ich weiß das von der Lehrerfamilie Eschwege hier, da habe ich erschütternde Briefe, die die Eltern an die Kinder geschickt haben. Ja, und in der Stadt, einige sind auch nach Fulda gezogen. Da glaubte man sich nicht so der täglichen Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Also und man konnte auch von der Stadt her, konnte man besser so die Ausreise betreiben. Und man hatte Zugverbindungen, man konnte. Und die hatten die Amerikaner, die Amerikaner, die waren auch, dürfen gar nicht stolz drauf sein. Die hatten lange, lange Wadenlisten und Nummern. Die haben die Leute jahrelang waden lassen. Das war auch nicht einfach Und das da. war dann auch nicht, also das musste dann auch gesponsert werden. Also die Auch wollten die das dann nicht ohne die haben keine Affidavit Flüchtlinge geht das aufgenommen Ding, als solches, ja. genau, ohne dass jemand da drüben für sie haftete, ging das auch nicht. Ne? Das musste dann auch, aber da ja die Beate schon da war und Bekannte hatte und so, konnte die so einen Schein vielleicht auch hier an die Botschaft schicken und die kriegten dann das Visum, ne, für die USA. Also einfach sind diese Flüchtlingsgeschichten, diese Immigrationsgeschichten natürlich nicht. Nein, das sind sie Okay, nie, denke ich. gucken, ja, egal wo das auch heute noch, ist heute noch Deshalb so. das Interesse an dieser Sache. Ich denke, es hat einen großen Bezug zu der heutigen Situation in der Welt. Ja, Sie werden nicht alles kriegen, aber Sie sehen hier so die religiösen Geschichten, die auch mit den Feiertagen zu tun haben. Hier oben fehlt einiges, weil das ein Tann ist. Hier, wie man also die verschiedenen Sachen feiert, was haben wir dann? Jetzt haben wir Oktober, Sukkot, Laubhüttenfest ist vorbei, Tora-Freudenfest hat nicht so eine große Bedeutung. Chanukka hat noch eine Bedeutung. Ja, das ist ja, Weinukka, ja. Chanukka ja, Chanukka hat noch, das ist meist im Dezember. Ja. Und da feiern sie dann auch so ein bisschen auf die fröhliche Art und Weise Ja. mit Geschenken für die Kinder und das alles. Das sind dann diese Sachen. Und das sind dann wieder Sachen, da habe ich jetzt Kopien hingelegt, weil ich habe wirklich den Original-Judenstern aus Theresienstadt von der Lotte hier bekommen. Ne? Die Eltern sind ja zurückgekommen. Die Eltern sind aus Theresienstadt zurückgekommen. Ja, und zwar die hier, die beiden. Und die sind dann wieder zurück in dieses Dorf gekommen? Die sind hierher gekommen. Ja, das sind sogenannte Displaced Persons, ne? DPs.
displaced persons. Das heißt, die haben die Lager geöffnet, die Russen oder wer immer. Hier waren es auch die Russen in Theresienstadt. Ja. Und dann sagte sie, ja, zurück nach Deutschland. Ja. Da wurde erst eine Quarantäne verhängt. Ja. Und ein paar Wochen zurück nach Deutschland. Und was haben die beiden gesagt? Ja, wir kommen aus Schenklengsfeld. Ja. Ja. Wo ist unsere Heimat? Schenklengsfeld. Ja, klar. Sind sie über Frankfurt, sind sie im Sommer 45 hier gewesen. Und dann hat man ganz schnell denen hier die Wohnung eingerichtet. Und dann haben sie ein Jahr lang haben die beiden hier gewohnt. Und die Lotte, das ist, die war nun auch ein paar Mal da mit ihrem Mann hier, die Tochter, die ist jetzt zwischen 100 Jahre alt fast, die hat uns diesen Stern geschenkt. Mhm. Das Original ist jetzt in der Rhön. Und auch diesen, wie sagt man denn mal, diesen Aufkleber, der Semi Kaffenstein hier tragen musste, der hat bei der Lagerleitung gearbeitet, der Semi. KL, Konstellationstag, Theresien. Heißt das dann? Ach, Theresien. Ah. Das heißt Theresien statt Theresien. Das ist dann tschechisch. Ne? Und hat uns zwei von diesem jüdischen Geld, das im Lager Gültigkeit hatte, hat sie uns auch geschenkt. Die hat allerdings auch mitgenommen, der Dr. Imhoff. Das wusste ich auch nicht, dass die eigenes Geld hatten. Ja, wir hatten in Theresienstadt eigenes Geld. Nicht in Auschwitz, da war das nicht nötig, aber hier schon. Oh Gott, ja. Theresienstadt war ja so ein Lager, wo die dann eigenes Geld hatten. Leider habe ich jetzt kein Original.